Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich werde euch das Thema SVG näher bringen und euch erklären, aus was das SVG besteht und was man damit alles anstellen kann, für welche Möglichkeiten es gibt. Zu mir, ich bin der Robert, ich bin aus Stuttgart, wohne in der Nähe von Stuttgart und betreue auch die JUG in Stuttgart und bin selbstständig als Webentwickler. Zu Joomla bin ich 2009 gekommen, habe da ein kleines Portal aufgebaut und seit 2012 bin ich selbstständig. Was ist SVG? Das sagt der Name schon, das ist Scalable Vector Graphics. Das heißt, man kann die Grafiken sehr gut skalieren. Und die sind somit auch Retina-fähig, also ich muss die Grafik nicht zweimal einbinden. Wenn ich den Browser resize, passt sich es automatisch an. Ich habe geringe Filegröße, das hat, weil es einfach eigentlich nur Code ist. Außer man muss aufpassen, es gibt auch SVGs, das sind Bilder eingebettet. Also wenn im SVG ein Bild ist, dann wird das deutlich mehr. Und je mehr Ankerpunkte ich habe, wird natürlich auch die Filegröße deutlich, wächst die Filegröße. Der Server, wenn es so eingestellt ist, macht es auch ein GZIP drüber, wenn ich das über Apache ausgebe. Man kann es leicht animieren und wenn ich das Objekt mehrmals verwenden will, kann ich das auch, brauche ich das auch nur einmal laden. Also, und dann verschiedene Teilbereiche von dem SVG kann ich mir dann anzeigen lassen. Und mit dem SVG, wenn ich es direkt inline einbinde, habe ich natürlich auch weniger Requests. Für was kann ich es alles nutzen, SVGs? Also Logo, Vektor bestehen ja normalerweise immer als Vektoren, also wenn man es vom Grafiker geliefert bekommt. Und Icons. Icons hat den Vorteil, dass ich, dass die auch skalieren. Also die sind auch Retina-fähig. Also Icons sind je nachdem Retina-fähig, wenn es zweimal angebunden sind. Und durch Adblocker kann es sein, dass manche gar keine Icons sehen, weil die rausgefiltert werden, was ja froh ist. Kann passieren. Passiert mit dem SVG nicht. Man kann auch Geschichten erzählen, komme ich später dazu, dass ich einfach Grafiken aufbaue, die dann erzählen wirken und Daten kann man anschaulich visualisieren und Infografiken erstellen. Ich kann, wenn ich SVG benutze, kann ich es per CSS natürlich auch einbinden als Background Image SVG. Der Nachteil besteht darin, dass ich es nicht mehr animieren kann. Ich kann die Farben nicht verändern und man ist halt wie ein an das Bild gebunden. Wenn ich es inline einbinde, kann ich das SVG ansprechen per CSS und per JavaScript. Komme ich später dazu. Der Support ist sehr gut, alles ist grün, man wird für vielleicht ganz ältere Android-Versionen oder IE-Versionen leichte Probleme bekommen. Was ich festgestellt habe, die Skalierung beim IE 11 ist ein bisschen anders manchmal, man muss da mit dem Viewport mehr aufpassen, ansonsten gibt es von der Interpretation her eigentlich, oder gibt es eigentlich keine Probleme mehr. Das sind jetzt die einfachen SVGs, die könnte vielleicht jeder
von Hand hier noch schreiben, wenn ich mir das anschaue. Also ich habe da, SVG besteht aus Title. Also zuerst die Hue-Box, dann kommt der Title. Der Title gibt an, was das Objekt ist, und das ist die Accessibility. Also durchaus, wenn jetzt irgendwie ein Screenreader drüber geht, dann wird der Title mit ausgegeben. Rect ist ein Rechteck und Circle, Line, Eclipse, Polygon, Polyline, das sind so Standards, die man schnell auch von Hand tippen könnte. Dann gibt es auch verschiedene Attribute im SVG. Und hier sehen wir das Textattribut. Da kann ich einfach zusätzlichen Text mit ausgeben, wenn ich wollte. Und das Foreign Object könnte ich separat noch in HTML einbinden. Das heißt mit Body und Linkliste oder Links. Nur aufpassen, das Foreign Object wird nicht vom IE9 unterstützt. IE11. Und deshalb ist es schwierig, das dann wirklich für eine Kundenwebseite dann einzusetzen. Theoretisch könnte ich ja hier jetzt ein Menü aufbauen, indem ich dann die Links mit rein tue und habe das Icon als kein Bild, sondern ist wirklich vektorbasiert. Die ganzen Pfade kann ich dann auch gruppieren. Es besteht, man kann eben ein Rechteck, also Rect oder Path für Pfade, und dadurch kann ich die Gruppen nochmal einzeln per JavaScript oder CSS ansprechen. Die Pfade, die sehen anfangs immer sehr komplex aus. Wenn man weiß, was die Buchstaben bedeuten, kann man herausfinden, was da auch passiert. Das gehen wir später noch durch. Für sowas ist es am besten, dass man irgendeinen SVG-Editor nimmt und sich das SVG erzeugt. Also man zeichnet das und exportiert das dann. Und das sind die einzelnen Befehle für die Pfade. Und da sehen wir schon, also Move, also Movetto für M und Z für Pfad schließen. Und wenn ich dann die Buchstaben klein mache, dann sind es relative Pfade, bezogen vom vorherigen Punkt. Und so werden dann die SVGs berechnet von dem Koordinatensystem. Schauen wir mal, wie groß es ist. Und zwar haben wir jetzt hier ein Dreieck und seht ihr jetzt wahrscheinlich schlecht. Und ich fange im Koordinatensystem 64, 50 an. Und ziehe dann eine Linie zu 101, 182. Und zum Schluss schließe ich das, da kann sie. Also kann man nachvollziehen. Ja.
Wenn wir mal schauen, wenn ich jetzt hier einen Dreier davor mache, dann wandere ich natürlich so weit hinter, wenn ich den Punkt ändere, zum Beispiel. Oder jetzt machen wir da einen Neuner draus. Und die kleinen Buchstaben sagen eben den relativen Pfad dazu. Da könnte ich jetzt 10 machen. So komme ich, sind die Punkte einfach verankert. Dann gibt es noch eine Viewbox, das ist der Bereich, der dargestellt wird. Und das ist das Attribut. Und die wirkt wie, wenn ich wie sozusagen Scheibe, die sichtbar ist. Und das andere wird versteckt. Dadurch kann ich natürlich irgendwelche Dinge wo reinfliegen lassen oder sonstiges tun. Das ist etwas ein komplexeres Thema mit dem Preserve Aspect Ratio. Und das ist das Abbildungsverhältnis. Dazu mache ich mal das Demo auf. Und hier haben wir eine Viewbox von 600 mal 600. Und die Breite von dem Objekt ist 300 mal 400. Und wenn jetzt der Preserve Aspect Ratio auf None wäre, dann passiert Folgendes. Ich würde das Objekt verzerren. Das man ja nicht will. Und dafür gibt es den Preserve Aspect Ratio und den kann ich ganz normal dann einstellen. Und mache jetzt nochmal einen Reload, dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Und die Min-X und die Min-Y-Achse, die sagt, wo ich anfange mit dem Punkt vom Viewport. Wenn ich jetzt 10 eingebe, geht es nach links. Ich will es mit minus 10 machen, dass ich es weiter reinbekomme. Das sind dann die Möglichkeiten, dass ich den Viewport genau steuere und dann eben versuche, dass das Objekt, mit dem ich arbeite, nicht verzerrt wird. Und Meet ist sozusagen im Bild, im Viewport drin und Slice versucht das Ganze zu covern. Das heißt, wie wenn ich komplett Bild hätte oder auszufüllen. Natürlich auch nur so weit, wie es möglich ist. Das ist eine Veranschaulichung, das von der, ich müsste jetzt lügen, das hat die Sarah Sorien geschrieben und das ist nur eine Veranschaulichung, wie man, dass man den Viewport und den Preserve Aspect Ratio versteht. Und hier ist eine Erklärung. Also das ist relativ weit, dass
dass man das auch verstehen kann. Also muss man sich mehrmals durchlesen, dass man da zurechtkommt. Ja? Ich gebe meine SVGs immer im Illustrator aus. Habe ich mir dann ungefähr dasselbe Ergebnis wie auf. Also das. Oder gibt es da der View? Der Viewport wird ja im Illustrator schon von alleine angegeben. Aber wenn ich mit dem SVG dann was machen will, ist es ganz gut, wenn ich dann verstehe, was dann passiert. Weil sobald ich dann das Prespect Preserve Aspect Ratio, der ist von Standard nicht im Illustrator drin. Also es ist, der Standard wird hier genommen, die Einstellung ist nicht aufeinander, soweit ich weiß. Nee, also das ist für mich komplett neu. Ich habe mich nur gefragt, ob ich das Ergebnis jetzt transferieren kann. Ja, das kann man transferieren. Genau. Aber man kann nicht das in das Tool mit einbringen, das geht nicht. Das ist nur Veranschaulungen, wie es gemacht wird. Vielleicht als Hinweis bei ganz kleinen SVGs, da hat der Illustrator vorne einen riesen Vorsprung, wo tausendmal Adobe steht und das kann man alles löschen. Und also wenn man sich den Editor anguckt, ist das SVG, aber mit so einem riesenlangen Adobe-Vorspann und kann man löschen, dann kann man komme ich noch dazu, wie man das machen kann. Entschuldigung. Kein Thema. Und da sind wir nämlich schon bei den Tools. Zum Export kommt ein bisschen später, glaube ich. Illustrator, also das bekannteste ist der Illustrator, funktioniert auf Windows und auf Mac natürlich, hat das beste Ergebnis, ganz klar, der beste Code, was da rauskommt, wenn man die Code, wenn man die exportiert. In Folge kommt dann der Affinity Designer, da muss man sagen, ist Preis-Leistung sehr gut, der Code ist nicht ganz so schön und die Kompatibilität zu jetzt, wenn ich für Kundenprojekte, ist natürlich ein bisschen schwierig manchmal dann, wenn die mit Adobe-Produkten arbeiten. Ansonsten gibt es Free Inkscape, ist nicht so schön zu benutzen und aus meiner Sicht. Kurze Frage zu dieser vorherigen angezeigten Kompatibilität, wo ja eigentlich alles geht. Bezieht sich da nur auf Illustrator? Nein, wenn ich jetzt, wenn man halt vom Kundenprojekte bekommt, dann wenn die mit Adobe arbeiten und ich sage, schickt sie mal die Datei dazu, dann kann es halt zu Problemen führen, je nachdem. Wenn man sie nochmal bearbeiten will? Wenn ich, normalerweise mit einem EPS sollte kein Problem auftreten, wenn ich mal vom Kunden, aber es ist halt nicht immer so. Wie es ein vektorbasiertes EPS ist. Genau. Das SVG kann ich ja nicht öffnen. Doch, auch, doch, das geht auch. Also eigentlich würde ich, wenn es um SVG geht, eher mit dem SVG im Austausch arbeiten. Als nein, dann, nein, 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 weil das nicht schön ist. Wenn ich habe einen Kunden gehabt, drei Grafiker sozusagen und die, denen muss man erklären, wie das SVG exportieren müssen. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass von jedem einen anderen Code kriegt. Und dann wird das nicht dargestellt und dann wird das nicht dargestellt. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Deswegen. War auf jeden Fall mehr Arbeit, wie wenn ich selber die EPS gehabt hätte und dann exportiert hätte. Also erfahrungsgemäß ist es einfacher. Ja, ist halt Grafiker und Code sind dann zwei Sachen. Okay. Dann Boxy, das Tool habe ich, das war glaube ich zuerst browserbasiert, ist jetzt, gibt es auch Anwendungen für Mac und Keyshape, da kann ich Icons schon animieren. Da passiert im Hintergrund gleich mit CSS und JavaScript, ist auch kostenpflichtig. Dann können wir SVGs optimieren. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Einmal der SVG OMG
und dann auch SVG-Editor und über die Kommandozeile, die was dann mit Code umgehen können, die können es dann so machen, ist vielleicht für mehrere Bilder gut. Ich benutze meistens das SVG-OMG. Das können wir jetzt mal schnell machen. Das ist einfach eine Webseite. Da sage ich, ich will das öffnen, das SVG. Sag das Logo von Joomla Day. Mache jetzt einen Hintergrund hin, dass ich das SVG aussehe. Habe gleich eine Voransicht und könnte jetzt verschiedene Dinge ein- und ausschalten und sehen, was passiert mit dem SVG. Und zusätzlich wäre es möglich, dass ich hier im Code auch verfolge, was da passiert. Was nimmt der jetzt raus, zum Beispiel. Das ist jetzt sehr einfach gehalten, das SVG vom Joomla Day. Deswegen sehen wir da nicht viel, wenn man da die Reiter verändert. Aber wir sehen schon, es sind 25% eingespart. Ist jetzt nicht viel, 1,85 Kilobyte. Aber immerhin, wenn bei größeren SVGs wirkt sich das dann doch aus. Dann kann ich die ganzen aus Illustrator exportieren. Das möchte ich kurz zeigen. Es gibt verschiedene Wege. Und wo der sauberste Code rauskommt, ist es über Datei exportieren. Exportieren als und nicht für Webspeicher nehmen. Gehe ich drauf, sage speichern, wohin? Fragt mich jetzt, willst du wirklich, weil es schon gespeichert ist? Und dann habe ich die SVG-Optionen, was ich da einstellen will, und kann mir dann auch den Code in der Voransicht mal kurz anschauen, was da rauskommt und ob die Ebenen so sind, wie ich will. Ist jetzt für ersten Überblick mal gut, und dann würde ich sagen, okay, und dann habe ich das SVG sozusagen gespeichert. Und hier kann ich noch bestimmen, was da für als Ebenennamen gegeben ist oder was ich da eingestellt habe. Ja? Die SVG-Arten, die man speichern kann, da gibt es auch sowas wie Adobe speziell und kompatibel oder so. Das hat es mal gegeben. Aber das mit dem kompatibel, das ist eher von der AI-Datei. Also hier ist der SVG, ich exportiere das ja als Code, sozusagen. Und wenn ich das im Editor anschauen wollte, dann sieht das so aus. Und kann natürlich jetzt hier die ganzen Pfade, könnte ich dann die IDs bearbeiten oder sonstiges mir anschauen. Zur Übersichtlichkeit müsste ich das dann eben noch strukturieren, dass ich dann wenn ich das schon mal einmal aufsplitte, dann kriege ich einen Überblick, was mache ich da überhaupt oder was ist überhaupt im SVG alles drin. Jetzt hat's. Kann man coden. So. Also, das war der Illustrator Export als SVG. Bei Affinity geht es einfach speichern unter SVG. Gibt es da irgendwie einen wesentlichen Unterschied zwischen CC und CS6? Ja, mittlerweile ja. Also von der Qualität des Codes, okay,
dann, was da rauskommt, ja, weil da gibt es den Export-Gunner. Den hat einer von Adobe, das ist eine separate Abteilung, glaube ich. Jo, so, mit Joomla und SVG, da wird jeder schon seine Bekanntschaften oder viele vielleicht schon Bekanntschaft gemacht haben, das ist nicht so schön. SVG deshalb, weil hier im Code auch Skripte mit ausgeführt werden können. Das heißt, es wird von Haus aus von Joomla nicht unterstützt. Also ich könnte auch JavaScript im Code einbetten. Und wenn ich das jetzt erlauben würde für den Editor, und das ist auch beim neuen Media Manager für Joomla 4 so, dass das SVG nicht unterstützen wird. Man kann das wahrscheinlich mit einem Plugin dann lösen. Und deshalb ist eigentlich die Copy-Paste-Variante entweder im Modulcode oder, und ich lade das Modul dann rein, oder ich mache das direkt im Template selber und kann dann eben über PHP-File-Get-Content das SVG holen. Ich kann, wenn ich es per Xlink, href, Tippfehler drin, ändere oder einbinde, das ist die Möglichkeit, dass ich das SVG dann mehrmals auf der Seite verwende. Und da wäre es dann so, dass ich unterm Body das mache und dann, wo ich es dann brauche, anzeige. Kommen wir gleich dazu noch. So kann ich per PHP das SVG mir holen, wo es immer liegt. So wäre die Benutzung, wenn ich den Code oder das SVG unterhalb vom Body einbinde und per Xlink dann referenziere. Wenn ich Logos mehrmals einbinde und dann nur einen Teil davon. Und ganz wichtig hier, den Symbol-Tag nicht vergessen dann. Den muss ich dann, kann ich dann mit einbauen. Dann muss ich für manche Browser verstehen das und zeigen das nur einmal an. Es kann aber sein, ich hatte das Problem, dass der kommt und habe eben dann das Symbol auf Display None oder man könnte ja auch Visibility Hidden setzen. Dann kommen wir zur Animation. Ich kann die SVGs mit Klassen und IDs versehen. Der Gruppe oder dem Pfad selber. Und kann die dadurch ansprechen. Die Möglichkeiten der Animation ist über Keyframe. Und um vielleicht weiter zu zeigen, könnte ich mit Filtereffekten arbeiten. Wie Blur. Zur CSS-Animation muss man sagen, dass die verschiedenen animierten Bereiche unterschiedlich aussehen können. Also wenn ich ein Rechteck rotieren lasse, dann interpretiert die Drehachse der Browser immer anders. Das heißt, das ist nicht so schön. Ich kann das mit einem Kreis machen, aber nicht mit sozusagen Rechteck. Ich habe jetzt da was ganz Einfaches und da passiert es natürlich nicht, weil die Drehachse da beim Kreis immer in der Mitte ist. Und wenn man den Code anschaut, da ist ja nicht viel dabei. Also man hat einmal sozusagen den Hover und zweimal lässt man über den Keyframe
from, to, dann eben das rotieren zur besten Möglichkeit. Früher gab es dann noch Animierungstechnik wie SMIL oder SMIL und das ist nicht mehr unterstützt, also das ist veraltet, falls ihr da noch was entdeckt. Es wurde eingestellt von dem Browser. Dann gibt es Animation mit GSAP, das ist ein JS-Framework und sehr performant und sehr einfach zu bedienen. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht kostenlos, man kann es ausprobieren. Kostet im Jahr je nach Lizenz irgendwie so um die 100 Euro. Aber da passiert es eben nicht, dass die Achsen dann verschieden rotiert werden. Also wenn ich schnell was lösen will, ist das vermutlich zum Einsteigen mal auf CodePen eine gute Lösungsmöglichkeit. Da gibt es auch ganz auf CSS Tricks darüber, was für Probleme da gibt eben. Und da sehen wir, sowas passiert halt wenn ich in den einzelnen Browser, wenn was passiert. Und das wird halt dann von GSAP dann aufgefangen. Und da gibt es verschiedene Techniken. Ich kann Stackern zeichnen, das SVG sozusagen schrumpfen oder komplett verändern. Und es gibt auch so Techniken wie Motion Along the Path, also dem Pfad entlang ein Objekt bewegen lassen will. Das ist jetzt einmal der Code für Tweenlight, also dass ich einfach das Objekt und ich kann dann so einen Elastic-Effekt erzielen. Und es sind einfach nur, sage ich mal, 3 Zeilen Code und erreiche relativ viel. Was? Diese Library? Könnt ihr jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Und da gibt es auch einen Visualizer, wie ich dann sehe, was mit welchem Step wie funktioniert, wie die Kurven sind. Coole Sache dann. Das sind auch nur 2 Zeilen Code. Das war eben das Problem mit dem Rotieren auch. Das ist auch eine coole Sache. Da gibt es einen ganz coolen Artikel. Also geht man drauf und dann kann ich da auch die Farben natürlich verändern. Dann kommen wir zum Morph-SVG. Ich kann die Formen einzeln verändern und ich hangel mich dann von der ID zu der anderen ID. Was man damit machen kann, das sind eben dann sozusagen komplett vom Pass zum nächsten Pfad und verändern dann das Objekt. So wäre dann der Code für
das Morph, auch nicht sehr aufwendig, wenn ich es einfach belasse. Das sind eigentlich dann nur drei Pfade, die dann dementsprechend verändert werden. Und das ist ein bisschen was Verrückteres und dann wollen auch nur, kann man einfach coole Sachen machen. Das habe ich nicht selber gemacht. Die Sarah Drassner ist auch eine Spezialistin dafür, die sich mit dem Thema sehr ausgiebig beschäftigt. Das ist jetzt zurück zu CSS. Das kann ich sehr schön mit CSS machen. Und das ist ein ganz normales Rechteck und gehe da auch nur für mit Keyframes rein und sage dem Stroke-Offset. Da kann ich SVGs zeichnen, also nur den Rand sozusagen. Gibt es auch einen Artikel drüber und hier kann man das natürlich auch mit Joomla machen. Ja. Kann ich da einen Startpunkt festlegen am Ende? Oder gibt es jetzt einen Tiefen, den man nicht mehr hat? Der fängt im SVG da an, wo der erste Punkt ist. Ja, stimmt, ja. Die Geschwindigkeit kann ich da auch. Die kann man regeln, indem man da haben wir 10 Sekunden. Ups. Also, wenn ich das auf 2 Sekunden mache, sollte das schneller gehen, denke ich mal. Genau. Das gleiche kann ich dann mit GSAP machen. Da kann ich dann die Geschwindigkeiten noch besser beeinflussen, weil ich da auch wieder die Kurven habe, wie vorher. So wäre der Code dann bei GSAP. Und jetzt möchte ich einfach nur zeigen, also man kann mit SVGs sehr viel machen und man kann auch Geschichten erzählen. Und wenn einer eine Idee hat, kann er die vielleicht auch so umsetzen. Vielleicht eine Webseite präsentieren. Das ist dann noch auch von der Sarah Drassner Appen. Und das ist basiert komplett auf SVG. Werden die Farben verändert, lasse ich dann eben zeichnen. Aber da steckt dann schon ein bisschen mehr JavaScript dahinter. Wenn ich Daten visualisieren möchte, dann ist es gut, D3 zu verwenden. Das ist ein JavaScript-Framework, das ist ein freies JavaScript-Framework. Und da gibt es auch sehr gute Beispiele dafür. Da kann man Charts machen und sonstiges.
Okay. Das mag nicht funktionieren. Also da mit Vue wird auch sehr viel gemacht, Vue und React, dass ich eben SVGs animiere. Das sind ja freie, sozusagen, oder in Anführungszeichen freie Frameworks. Und da muss ich halt dann, nicht wie bei GSAP, muss ich mehr berücksichtigen. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, SVGs zu machen, umzusetzen, dann macht es möglich. Würde mich freuen, wenn ihr jetzt ein bisschen mehr SVG einsetzt. Und dann kommen wir zu den Fragen. Ja? Dieser war auch ein freies Framework, oder? Nein, das ist nicht frei. Aber wer ein Gefühl dafür bekommen möchte, der kann auf CodePen das einbinden, da geht es. Und was kann man als Gleichwertigen, also als man müsste dann wirklich auf Vue gehen, aber dann wirklich das so programmieren. Es gibt, ich bin auf der Suche, habe ich ein Framework gefunden, das ist aber nicht so performant. Und okay. Da war auch die Rezession nicht so gut, habe aber nichts getestet oder sonstiges. Ich fand halt gerade den Übergang von dem Logo und ein anderes Logo und so weiter sehr schön und das war GSAP gemacht. Ja, weil ich muss da keinen Ankerpunkt nehmen. Also GSAP geht her, nimmt den ganzen Pfad und transferiert auf, morpht das auf das andere. Und ich müsste mir mal anschauen, ob man dann jeden Punkt dann bei Vue ansprechen muss und so weiter. Da bin ich nicht drin. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ganz kurz nochmal diese Optimierungstools SVG, OMG und die anderen beiden waren. Also die Slides findet ihr auch unter der Adresse oben. Könnt ihr nicht erkennen, gell? Ja. Ich glaube, ich habe es auf meiner Webseite verlinkt, bin mir aber nicht sicher. Sonst noch irgendwelche Fragen? Hast du eine Erfahrung mit SVG? Nein. Das ist auch so eine Bibliothek. SVG ist zu bearbeiten. Okay. Oh, da noch. Du hast am Anfang angesprochen von Adobe beispielsweise, dass da sehr viele Text drin sind, die man eigentlich rauswischen könnte. Jetzt da ein kleines Beispiel. Mit dem Rauslöschen, also das mache ich ja mit dem SVG-Optimierungstool oder wenn jetzt ich das SVG exportiere, ich habe ja das eine kurz aufgemacht, da könnt ihr jetzt, Illustrator schreibt das anscheinend gar nicht mehr rein, wenn da irgendwie ein Kommentar drin ist mit Illustrator, dann könnte ich den rauslöschen, zum Beispiel, aber in dem Fall hat der ohne irgendwelche unnötigen Codebeispiele das von da rein gut exportiert. Aber das wäre dann wie ganz normal auskommentiertes HTML oder XML, ja. Sagt mir jetzt
sagt mir jetzt nichts. Sind die? Geht? Okay, die sind. Er hat gesagt, die sind gezippt schon. Die sind vorgezippt. Also, genau. Okay, dann beenden wir die Runde. Danke fürs Zuhören.